Ich konnte mit allem rechnen, aber nicht mit einem heimtückischen Krieg. Es war ein ganz normaler Donnerstag früher Morgen. Mein Mann ging zuerst in die Küche, hatte den Fernseher angeschaltet und schrie mir laut, der Putin hat die Ukraine angegriffen. Mir war plötzlich ganz, ganz schlecht. Ich habe schwarz vor Augen gehabt. Ich musste ganz schnell mich mehrmal übergeben. Am den Tag fühlte ich gar nichts, nichts. Als ob ein Teil von mir gestorben war. Meine Familie lebt in einem kleinen Kurort in der Nähe von Vinnytsia-Gebiet. Es wird jeden Tag und Nacht mehrmals die Luftangriffe angekündigt per Alarm. Und da müssen meine Eltern im Erdkeller sich verstecken. Sie sehen, wie die Bomben explodieren in der Nähe, ca. 10, 20 Kilometer. Sie sehen die Gebäude, die brennen. Sie riechen den Krieg ganz nah. Täglich werden mehrere Attentäter in der Stadt festgenommen, die mit Phosphorfarbe die Gebäude und Straßen markieren für die Luftangriffe. Am ersten Tag nach dem Angriff habe ich meine Eltern aufgefordert, sofort ins Auto zu sitzen und loszufahren zu der Grenze. Ich werde die da dort abholen, an der polnischen Seite. Das können meine Eltern nicht. Wir haben keinen Benzin gehabt. Mein Vater musste mit 70 Jahren mit einem Kanister zu der Tankstelle gehen, 3 bis 4 Stunden warten, um 20 Liter Benzin zu bekommen. Und das hat 2 Tage gedauert, bis der Tank voll war. Am dritten Tag konnten sie gar nicht mehr losfahren, weil die Warteschlange von der Grenze war mehr als 40 Kilometer und meine Eltern haben Angst gehabt. Wenn ich die Bilder sehe, ich spüre das Leid der Menschen. Ich fühle Angst. Ich spüre das ganz genau, dass in mir alles zusammenzieht, wenn ich die Zivilisten sehe, die Leute, die mit dem Krieg nichts zu tun haben, Frauen, Kinder, die getötet oder bedroht werden und muss einfach in der Situation auch leben. Wiederum, ich bin sehr stolz auf unsere Helden, die mit so viel Mut und Patriotismus kämpfen für unser Land, für unsere Unabhängigkeit. Ich arbeite bei der Katholischen Bildungswerk als Dozentin für die Erwachsenenbildung und unterrichte Deutsch. Die Männer von der Familie waren bei mir im Deutschkurs und so habe ich die kennengelernt. Ich habe die auch ab und zu geholfen und wir waren die ganze Zeit im Kontakt. Und nach dem Angriff am zweiten Tag habe ich die Männer angerufen und habe ich gefragt, was ist mit denen, ob die an Front sind, was ist passiert, welche Situation ist vor Ort. Und daraufhin haben sie gesagt, die sind gerade zurzeit in Tschechoslowakei am Arbeiten und die wissen nicht, was sie machen sollen. Und ich habe gesagt, die sollen sofort das Land verlassen und zu mir kommen, kostet was es wolle. Das haben sie ja auch getan. Nach dem dritten Versuch hat das ja auch geklappt, dass sie mit einem vollen Bus von Frauen und Kindern zur Grenze gefahren sind, aber allerdings 40 Kilometer vor der Grenze müssen sie raus, weil der Bus ist nicht weitergefahren. Den Weg von 40 Kilometern müssen sie zu Fuß machen. Sie haben aber allerdings Glück gehabt. Nach einem halben Tag Fußmarsch hat einen kleinen Bus angehalten und haben die mitgenommen und zu der Grenze gebracht. An der Grenze haben sie 16 Stunden gestanden in der Kälte. Sie haben ganz viele Mütter mit Kindern gesehen, mit kleinen Babys, die rumgeschrien haben. Das war sehr kalt, -5, -6 Grad. Die haben im Feld erstmal Lagerfeuer gemacht, damit sie überhaupt aufwärmen könnten. Nach 16 Stunden sind die rausgelassen worden und auf der anderen Seite haben die Ehemänner die im Empfang genommen. Und zum Schluss appelliere ich zu unserer Bundesregierung, bitte den Vertriebenen aus der Ukraine möglichst
bürokratielos erlauben sie, hier zu bleiben und vor allem hier arbeiten zu können. Denn mein Volk kennt und würde nicht auf Staatskasse leben zu wollen.